Hallöchen und grüßt euch, meine hochverehrten Geldglitscher. Seid ihr auch in Geldnot so wie ich, dann müsst ihr euch unbedingt dieses Video bis zum Ende angucken, um jeden einzelnen Schritt zu verstehen. Und zwar ist dieses hier ein Glitch-Tutorial, wie ihr bis zu 900.000 Dollar pro Verkauf eines Autos bekommen könnt. Einen kleinen Haken gibt es dabei, und zwar müsst ihr zuvor einen weiteren Schritt durchführen, wie ihr den Wert eures Fahrzeugs überhaupt erst so hoch bekommen könnt. Der Link zu diesem Video ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt für alle Leute, die diesen Glitch noch nicht gesehen haben. Ich habe ihn gerade erst hochgeladen. Also unbedingt vorbeischauen, falls ihr noch nicht wisst, wie das geht. Falls ihr das dann schon gemacht habt, euren Wert eures Fahrzeugs so in die Höhe katapultiert habt, vervielfacht habt, dann müsst ihr einfach bloß euren Kumpel einladen, denn ihr müsst wieder mal zu zweit sein bei diesem Glitch. Euer Fahrzeug müsst ihr zuvor abschließen, sodass niemand einsteigen kann, außer ihr selbst. Er muss jetzt die ganze Zeit Dreieck spammen und ihr müsst einfach im richtigen Moment euren Controller ausschalten oder einfach das Kabel eures Controllers zu PlayStation ziehen. Sprich, das Ladekabel einfach. Ich habe hier einen Wireless-Controller und wollte es nicht ans Ladekabel anschließen, deshalb musste ich einfach meinen Controller ausschalten. Gerade hatte ich es etwas zu spät gemacht, deshalb konnte mein Kumpel jetzt noch nicht die ganze Zeit an die Tür anfassen, wie wir es gleich sehen werden. Jetzt mache ich es direkt auf halbem Weg. Kurz bevor er sich ins Auto setzen möchte, ist der Controller dann aus, und so müsst ihr es auch machen. Auf halbem Weg muss der Controller aus sein. Ich habe ihn ausgeschaltet und danach werdet ihr wieder am Anfang der Garage spawnen und ihr seht, dass euer Kumpel tatsächlich jetzt auf einmal, obwohl er die ganze Zeit Dreieck gespammt hat, anfängt, nachdem ihr erst diesen Glitch angewendet habt, mit der Hand immer die Tür anzufassen, und bei ihm sitzt ihr übrigens die ganze Zeit während des Glitches im Auto. Und jetzt müssen wir allerdings erstmal einen Rebel bestellen, das heißt, wir brauchen einen freien Stellplatz, denn wir müssen wieder einmal unser Auto, was wir duplizieren wollen, auf den leeren Stellplatz stellen, da wo der Rebel dann später geliefert wird. Und unser Kumpel muss währenddessen die ganze Zeit immer Dreieck spammen, ich sag's nur noch einmal, vorsichtshalber. Und jetzt müssen wir da nach oben hin, wo wir gerade den Rebel bestellt haben, da einfach den Felser hinsetzen, und wir sehen, dass sich jetzt schon das Fahrzeug dupliziert hat. Allerdings ist der Kumpel jetzt noch am Fahrzeug gefreezed. Das können wir ganz leicht wegbekommen, indem wir dann endlich ins Auto einsteigen. Allerdings geht das auch nur über die Beifahrerseite. Die Fahrerseite ist auch für uns verschlossen. Dann kann er auch aufhören mit Dreieck zu spammen, und dann rutschen wir automatisch, sobald er aufgehört hat, auf den Fahrersitz vor. Dann müssen wir nur mit diesem Auto kurz rausfahren und dann direkt wieder reinfahren, und wir werden sehen, dass dieses Fahrzeug jetzt unsichtbar ist. Weil das Fahrzeug wird jetzt erst erscheinen, wie wir es gleich sehen werden. Ich muss hier wieder vorspulen, das hat bei mir wieder Jahre gedauert. Wenn der Rebel da ist, dann kommt unten links halt die Meldung, dass euer Fahrzeug geliefert wurde. Ich habe bloß keine Karte an, deshalb können wir die Meldung nicht sehen. Aber wir werden gleich feststellen, dass der Rebel dann da ist und dann statt des Rebels der Felser wieder erscheint. Und das ist auch gar nicht mal so schwer, dieser Glitch. Das haben wir nämlich schon erfolgreich dupliziert. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist ins Los Santos Customs reinfahren und uns über eine beträchtliche Summe freuen. Ich kann es euch ja jetzt schon mal verraten, ich schließe hier nur gerade das Auto auf, damit er mit reinkommen kann. Ihr müsst allerdings euren Kumpel nicht mitnehmen, also er kann auch die ganze Zeit in eurer Garage warten. Jedenfalls kann ich ja jetzt schon mal verraten, dass wir für dieses Auto 709.000 Dollar genau bekommen. Und das ist allerdings auch nur alle 48 Minuten so. Das ist nämlich ein kleinerer weiterer Haken. Man kann nämlich die Autos nur alle 48 Minuten zum vollen Preis, zu diesem maximalen Preis verkaufen. Und ansonsten bekommt ihr immer, in meinem Fall hatte ich den Wert des Autos durch den Adder nochmal vervielfacht. Ansonsten bekommt ihr hier, wie in meinem Beispiel, nur den Wert des Adders, wie er runtergedrückt wurde, plus die Tuning-Teile des Felsers. Das wären um die 196.000 Dollar, sonst trotz Glitch. Und das ist der normale Preis normal, wenn man nicht diesen Glitch anwenden würde für den Felser. Also es wird dann hier nur der Wert des normalen Adders plus Tuning-Teile bei diesem Auto sonst gezählt, und normal beim ersten Mal glitchen nach 48 Minuten immer, also nach 2 Spieltagen, kommt dann immer dieser volle Preis, den ihr auch normal bekommen würdet, wenn ihr einfach ohne Geldglitch dieses Auto verkaufen würdet. Und das ist der einzige kleine Haken, und dann halt nur, dass man zu zweit sein muss, aber wenn man das dann damit klarkommt, dann hat man richtig viel Geld nach ganz kurzer Zeit, und dann ist das auch ein richtig einfacher Glitch. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung richtig freuen. Über den ein oder anderen neuen Abonnent wird die täglich besseren Glitches in GTA umso mehr. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.